Irete Andacht aus dem Buch Maranatha, der Herr kommt, geschrieben von Ellen G. White, der Pfad zum Leben. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Matthäus 7, Vers 13 und 14. Christus fordert uns auf, den schmalen Weg zu betreten, auf dem jeder Schritt Selbstverleugnung heißt. Er fordert uns auf die Plattform der ewigen Wahrheit zu steigen und für den Glauben, der einst den Heiligen übergeben wurde, eifrig zu kämpfen. Jawohl, zu kämpfen. Wir nähern uns der Zeit, in der Fürstentümer und Mächte und böse Geister unter dem Himmel voll in den Kampf gegen die Wahrheit eingesetzt werden. Das ist eine Zeit, in der Satans Verführungsmacht so groß sein wird, dass er, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen würde. Darum muss unser Unterscheidungsvermögen durch göttliche Erleuchtung geschärft werden, damit wir über Satans Schachzüge nicht im Unklaren sind. Indem uns Gott die Mitarbeit der heiligen Engel schenkt, hat er es möglich gemacht, dass unser Werk ein wunderbarer Erfolg sein wird. Doch Erfolg kommt nur selten als Ergebnis sporadischer Anstrengungen. Der vereinte Einfluss aller Gemeindeglieder ist nötig. Die Gemeinde braucht heute Menschen, die wie Henoch mit Gott wandeln und Christus der Welt offenbaren. Die Gemeindeglieder müssen ein höheres Niveau erreichen. Himmlische Boten warten darauf, mit denen Gemeinschaft zu pflegen, die das eigene Ich aus dem Blickfeld verloren haben und deren Leben eine Erfüllung der Worte ist. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Galater 2, Vers 20. Aus solchen Männern und Frauen muss ich die Gemeinde zusammensetzen, bevor ihr Licht mit klaren, deutlichen Strahlen in die Welt hinausleuchten kann. Unsere Vorstellungen von der Sonne der Gerechtigkeit sind von der Selbstsucht getrübt. Christus wird von vielen aufs Neue gekreuzigt, die dadurch, dass sie ihren eigenen Trieben frönen, dem Satan erlauben, die Herrschaft über sie wieder zu gewinnen. Gott beabsichtigt, dass alle geprüft und auf die Probe gestellt werden, damit er sehen kann, ob sie den Gesetzen, die das Himmelreich regieren, treu oder untreu sind. Bis zuletzt erlaubt es Gott Satan, sich als Lügner, Ankläger und Mörder zu offenbaren. Dadurch wird der endgültige Triumph seines Volkes noch eindrücklicher, herrlicher, umfassender und vollständiger. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Gott mit uns.